Kanzler Scholz setzt sich für Mindestpreise auf Kurzstreckenflüge ein. Die Grünen gehen noch einen Schritt weiter und fordern gar ein komplettes Verbot für Inlandsflüge in Deutschland. Doch laut einer Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban sind es ausgerechnet die von den Grünen geführten Ministerien, die am meisten CO2 durch Flüge in die Atmosphäre ausstoßen. Und das nicht immer aus dienstlichen Gründen. Auch der Kanzler glänzt nicht gerade in Sachen persönliche Klimabilanz. Mehr dazu in unserem Clip. Habeck verlangt, Deutsche sollen im Inland Urlaub machen, um CO2 zu sparen. Habeck verspricht, er werde in diesem Jahr auf gar keinen Fall in den Urlaub fliegen. Habeck wird in Israel am Mittelmeer beim Kurzurlaub erwischt. Unser Dienstwagencheck enthüllt, die selbsternannte Klimaregierung setzt auf Placebo-Politik statt echten Klimaschutz. Die Mehrheit der Spitzenpolitiker und Parteien fährt spritdurstige Fahrzeuge, die den CO2-Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer um mehr als 20% übersteigen.